Hey ho, YouTube und herzlich willkommen zum zweiten Vlog von meinem Comic-Zimmer, Nerdzimmer, Nerdorado. Hinter der Kamera steht der Simon. Sag mal was. Hallo zusammen, hey ho. Auf jeden Fall sind wir jetzt gerade umzugsmäßig unterwegs gewesen, haben jetzt glaube ich 10 Uhr und sind durch. Gestern habe ich ein Video aufgenommen, da sah man, wie die ganze Bude noch ziemlich leer war. Jetzt sind fast alle Comics hier. Kannst du mal so ein bisschen Rundlauf machen? Ja, ich mach schon. Ich bin schon hier am Filmen alles. Also ich war ein bisschen erschrocken, also auch meine One noch stehen. Ich war ein bisschen erschrocken, was für eine Masse es dann doch tatsächlich war. Ein ganz Karton sind Comics drin. Ich glaube, hier sind Platten drin. Ja, Platten und Spiele. Musste die Longbox, hier sieht man mal die Longbox, musste schon ein paar Mal leer bauen. Jetzt habe ich die letzte Folge mit den, hier sieht man schon die ganzen Hardcover von Vertigo und so weiter. So, was sieht man hier noch? Ja, hier die Ecke sind auch noch Comics. Also man sieht, hier stehen überall Comics und ein paar Platten rum, ne? Ja, hier Comics. Man sieht auch mal eine tolle Beschriftung für die Comicboxen, weil jeder, der beim Umzug geholfen hatte, hatte die Anweisung von mir bekommen, dass er nicht mal Comickisten anpacken soll. Dass das alles von mir selber gemacht, getragen wird. Also ich spiele das gerade schon mit dem Sinus mit am Plan. Holen wir mal den Sinus vor die Kamera. Ja, hallo. Wir sind ja schon ziemlich am Plan hier, was hier alles hinkommen soll. Hier alles voller Billigregale und so weiter. Beziehungsweise hier wollten wir eigentlich eine Stelle reinlassen für so eventuelle Bilder, die ihr gerade gesehen habt. Dass das hier unten einfach weitergeht und hier über ein Billigregal weiter und dann um die Ecke. Also das wird alles für mich persönlich halt so... Man merkt auch die Klamotten, die wir beide tragen, wir sind echt absolut unterwegs. Sinus, du hast auch sogar noch deine Arbeitsklamotten an. Ja, ich komme direkt von der Arbeit. Und auf der ich gerade hinaus wollte, hast du doch gemerkt, das ist ein bisschen so, das Vorbild ist erstmal vom Sinus, das Comic-Zimmer, das kennt ihr ja auch vom Comic-Stammtisch. Und los, bei mir wird das halt sehr viel Comic-lastiger. Ich war jetzt erstmal überlegen, hier raus ein reines Archiv zu machen, auch mit so einer Insel in der Mitte. Meinte der Sinus, habe ich mal gerade wieder ein bisschen auf den Trip gemacht, dass ich hier raus auch so ein halbes Soccer-Zimmer mache. Also Sessel steht ja schon mal hier, ne? Ja, der muss ja, ne? Wegen den Comics. Ja. So, das war's auch erstmal. Ich habe gesagt, ich werde euch jetzt ein bisschen auf dem Laufenden halten, wie es hier mit Vorgang geht. Ich werde das nicht jeden Tag ein Video zu den Comics immer machen. Aber so immer, wenn man einen kleinen Fortschritt sieht, das ist halt der Fortschritt, dass fast alle Comics da sind. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, Jungs und Mädels. Haut da rein.